Der Blick von Ann-Kathrin Lüttmann ist beim Tanken immer auf die Preisanzeige geheftet. Und diese schockt die vierfache Mutter aus Lemgo gerade mehr denn je. Ein Liter Diesel kostet 1,57,9 €, sogar über dem vom ADAC ermittelten Durchschnittshöchstpreis. Ich habe jetzt auf Stopp gedrückt in der Hoffnung, dass es doch wieder ein bisschen billiger wird. Das ist schon der Hammer. Ja, schon ganz schön teuer. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen weniger fahren in Zukunft. Die explodierenden Preise schüren Frust. Auch bei Super und Benzin fehlen nur noch wenig Cent zu neuen Rekorden. Manche fahren deswegen für eine Tankfüllung extra über die Grenze. Der Tanktourismus boomt. Bis zu 40 Cent pro Liter kann man etwa in Tschechien sparen. Ja, ich bin über die Grenze gefahren und es tut mich schon lohnen, dass ich hier tanke. Auf jeden Fall. Angesichts der horrenden Preise, nicht nur für Sprit, sondern auch für Strom, Gas und Öl, fordert die Linke jetzt einen Energiegipfel mit Bundesregierung und Sozialverbänden. Es muss geklärt werden, dass Energie ein Menschenrecht ist, dass Stromsperren und Gassperren verboten werden müssen und dass jeder Mensch einen Grundfreibetrag haben muss an Strom, an Energieversorgung. Ganz ähnlich sieht das CSU-Chef Markus Söder. Er will eine Gaspreisbremse und finanzielle Unterstützung für ärmere Haushalte. Diese Pläne würden aber zweistellige Milliardenkosten verursachen, entgegnen die Grünen. Und die Gegenfinanzierung sei unklar. Die AfD will nun sogar Atomkraftwerke am Netz lassen, um den Strompreis zu stabilisieren. Ann-Kathrin Lüttmann versucht jetzt erstmal ihren Alltag zu sortieren. Die Familie wohnt etwas außerhalb Lemgos, die Busverbindungen sind schlecht. Ganz aufs Auto verzichten kann sie deshalb nicht. Der Preisexplosion an der Zapfsäule fühlt sie sich ausgeliefert.